Eine düstere Macht breitet ihren todbringenden Umhang über Mirandor aus, um die Welt in die ewige Finsternis zu treiben. Der Zahn der Zeit nagt beharrlich an Lombard, der sich der Abgeschiedenheit des Trostwaldes und an der Seite der dem Alter trotzenden Elfe Nerindil erfreut. Die sich überschlagenden Ereignisse in Filingor und Ishklad setzen dem beschaulichen Leben im Kreis seiner Familie ein jähes Ende. Die Geschicke Mirandors verlangen ein weiteres Mal nach der Stärke des Söldners und seiner Gefährten aus vergangenen Abenteuern. Doch nicht nur sie werden in den Kampf gegen das von neuem auferstehende Dunkel gezogen, sondern auch ihre Erben. Das Dunkel von Mirandor, Teil 3 von Olaf Raack.